Der Kollege Dr. Hoffmann, FDP, hat eine Nachfrage. Nein, Entschuldigung, mit dem Mund- und Nasenschutz ist man zwar geschützt, aber auch davor, dass man erkannt wird. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Till Mansmann, FDP. Deswegen hatten wir früher auch mal ein Vermummungsverbot. Vielen Dank, Herr Präsident. Sie öffnen die Friseure. Sie öffnen die Friseure, obwohl das eine sogenannte körpernahe Dienstleistung ist und man sich wirklich nun sehr nahe kommt beim Haarschnitt. Das ermöglichen Sie, weil Sie sagen, nun gut, da gibt es Hygienekonzepte, da wird die Maske getragen. Und deshalb ist es verantwortbar, den Friseur zu öffnen. Das ist richtig. Aber gibt es solche Hygienekonzepte nur bei den Friseuren? Nicht in gleicher Weise im Sport, in Fitnessstudios, die auch gesundheitspräventive Wirkung haben? Gibt es diese Gesundheitskonzepte nicht auch im Bereich der Kosmetik? Sind sie ausgeschlossen beim Handel? Gar in der Gastronomie sind solche Hygienekonzepte denkbar. Deshalb trägt die Entscheidung für die Friseure bereits den Makel einer nicht systematischen Ausnahme. Was wir brauchen, ist eine Systematik klarer Wenn-Dann-Regeln, weil nur das die Berechenbarkeit für die Menschen und übrigens auch für die Behörden bringt. Diese Systematik im Wege eines Stufenplans war von Ihnen vor 3 Wochen ja bereits auch angekündigt worden. Diese Arbeitsgruppe, falls sie getagt hat, hatte kein Ergebnis. Wir haben deshalb in dieser Woche einen 7-Stufen-Plan vorgelegt, mit welcher Systematik es möglich ist, regional zu öffnen. Manchmal liebe ich die FDP. Ich schätze ja sowieso Herrn Kuhle, Herrn Höferlin, Herrn Kubicki sehr. Aber ich liebe Sie und ich begründe das jetzt auch für intelligente kleine Anfragen. Die Schuldenbremse atmet mit der wirtschaftlichen Entwicklung und sie eröffnet uns genau die Spielräume in einer Notsituation. Um das deshalb mal ins Bild zu setzen und in der Sprache des Fußballs zu sprechen. Der FC Bayern München, deutscher Meister, Pokalsieger, Champions League-Sieger. Wenn der als Erfolgsmodell entscheiden würde, ab jetzt tritt er nur noch mit der zweiten Mannschaft an, weil dann im Spiel mehr Tore fielen. Genau das ist die Strategie von Rot-Rot-Grün bei dem Thema Schuldenbremse. Ein Erfolgsmodell auszuwechseln, um in eine unsichere Zukunft zu gehen. Nachfrage, Herr Kollege Hocker. Dank. In der Pressekonferenz heute Vormittag ist ja auch in Aussicht gestellt worden, dass insgesamt 140 Millionen Euro bereitgestellt werden sollen für die Nutzungserschwernisse, die jetzt auf Landwirte zukommen, für die kalte Enteignung, wie es einige nennen. Und viele Landwirte haben da durchaus Vorbehalte, dass erstens diese Summe ausreicht, weil sie glauben, dass die Erschwernisse, die auf sie zukommen, sehr viel größer sind. Und zweitens haben Sie, nachdem schon diese Bauernmilliarde von vor einigen Monaten ja nicht wirklich tatsächlich bei den Höfen auf den Betrieben angekommen ist, große Vorbehalte, dass hier wiederum durch staatliche Unterstützungsmaßnahmen diese Nutzungserschwernisse ausgeglichen werden. Haben Sie Verständnis für die Landwirte, die Vorbehalte haben, weil sie wissen, dass solche Gelder nur zu erhalten sind, wenn umfangreiche bürokratische Auflagen erfüllt werden und es für sie sehr viel Administration bedeutet? Was sagen Sie den Bauern, die deswegen davor zurückschrecken, solche Anträge überhaupt erst zu stellen? Ja, es gibt noch Wahlen. Aber es sind keine freien, demokratischen Wahlen, die auf fairem Wettbewerb verschiedener politischer Kräfte beruhen. Nawalnys Urteil stand schon vor Beginn des Prozesses fest, aber Nawalny ist nur ein Oppositioneller. Die gesamte demokratische Opposition fürchtet um Leib und Leben angesichts seines Schicksals. Mit der Unterdrückung der friedlichen Opposition bricht Russland nicht nur die eigene Verfassung, sondern auch internationales Recht. Und es ist deswegen keine Einmischung in innere Angelegenheiten, wenn wir auf diesen Umstand hinweisen. Im Gegenteil, wir sind es den mutigen Demokratinnen und Demokraten schuldig, die bei minus 52 Grad für ihre Freiheit auf die Straße gehen. Ihnen sollte unsere ganze Solidarität gelten, meine Damen und Herren. Guten Abend. Ja, ne? Allgäu. Herr Thome kennt es. Allgäu. Was? So, wir kommen jetzt weiter. Dankeschön Ihnen.